Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Server-Tagebuch von Lost Nation. Jakob ist gerade im Hintergrund ein paar Regeln vorbereiten. Jo, genau. Und ich zeige euch mal eben, was so entstanden ist. Es ist wirklich nicht so viel entstanden. Es waren ja jetzt Ferien und in den Ferien hatten wir eigentlich viel geplant, aber das hat dann irgendwie alles nicht so ganz geklappt, weil es eben so Ferien-Feiertag-Ferien waren und man hatte viel zu tun in Richtung Feiern, weil es ja Feiertage sind. Naja, nichtsdestotrotz, Schule hat angefangen und alle Leute haben Stress und das ist nicht so geil, weil ja bei uns endet jetzt jedenfalls das Halbjahr. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes erstes Schulhalbjahr. Ich hoffe, ihr startet schön ins nächste Halbjahr und ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Bei mir sind jetzt endlich mal alle Arbeiten rum. Und ja, wir zeigen euch eben kurz mal, was so abgeht. Jakob macht, wie gerade schon gesagt, ein paar Regeln für das Bauteam, für das ihr euch übrigens immer noch bewerben könnt. Es wurde mir wurde letztens in den Kommentaren eine Frage gestellt, und zwar, kann ich mich denn noch fürs Bauteam bewerben? Ihr könnt euch immer noch bewerben. Falls es mal irgendwann so sein sollte, dass man sich nicht mehr bewerben kann, sagen wir das. Aber ihr könnt euch auf ewig bewerben, solange ihr wollt. Einfach mal bewerben und wenn ihr Glück habt, kommt ihr auf Probe rein, könnt ein bisschen bauen und dann könnt ihr dementsprechend auch mal im Bauteam richtig drin sein. In Tirak hat sich nicht wirklich was getan. Hier vorne, ich glaube, das Haus stand letztes Mal noch nicht da. Das wäre so das einzigste Neue. Das soll später mal so ein Händler-Dingsbums werden. Aber dann haben wir nur eine Ankündigung zu machen, denn eine Sache, die ist neu gekommen. Jetzt ist hier, wenn alles immer lädt, das ist immer so anstrengend. Das ist immer so anstrengend. Vor allem, wenn hier so schöne viele Blöcke rumsitzen. Und zwar, ja, was auch dann gefragt wurde in den Kommentaren Richtung Bauteam, wenn ihr denn im Bauteam seid, darf man denn, muss man dann für uns bauen oder darf man dann auch selber was bauen, in Anführungsstrichen? Der Gedanke ist halt folgende, es soll so sein, wenn ihr ins Bauteam kommt, könnt ihr entweder für eine bestimmte Stadt ein Gebäude bauen, sprich ihr baut was in dem Stil von Eramos oder von Tirak oder von Dendrial und dann sagt ihr halt, ja, ich hätte es gerne in der Stadt stehen, wir geben so ein paar Sachen vor, wie zum Beispiel, wir brauchen noch Wachtürme oder wir brauchen eine Schmiede oder sonst irgendwas in der Stadt. Dann könnt ihr entweder sagen, ja, ich baue sowas oder ich baue einfach nur ein ganz normales Haus. Und dann könnt ihr auch noch sagen, ja, soll da ein Händler rein, was soll der verkaufen? Und dann könnt ihr uns das sagen und dann fügen wir das dort ein, wo ihr es haben wollt. Und ihr könnt dann auch noch Flaggen entwerfen und alles Mögliche. Und wenn ihr wirklich eine geile Idee habt oder einen geilen Baustil habt, euren eigenen Baustil irgendwo einbringen wollt, was auch gut in dieses Theme, also Mittelalter, Fantasy, whatever, reinpasst, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Könnt zum Beispiel, was ich euch jetzt zeigen will, das Haus ist übrigens endlich mal weiter geworden. Das stand hier schon ewig rum und ich habe da nie dran weitergebaut, aber jetzt endlich mal ein bisschen. Und zwar, was wir euch zeigen wollen, was wir halt jetzt auch letztes Mal haben wir es, glaube ich, auch schon gesagt, da wurde ein Vorschlag gemacht, und zwar für eine Hobbitstadt. Und ihr seht schon, hier geht's krass auf einmal viel weiter. Hier soll später so ein Tor kommen, das dann irgendwo hinführt. Auf jeden Fall soll hier irgendwo ganz hinten so eine Reichenstadt sein. Und hier rechts ist dann so ein Tunnel. Und dieser Tunnel ist halt noch in Arbeit, aber ihr seht schon, was man da sich so denken kann. Und dieser Tunnel, das soll halt so ein ganz enger kleiner Tunnel sein, der führt dann irgendwo raus. Mal schauen, ob der irgendwo auch ankommt. Alter, ist dieser Berg groß. Ich bin da noch nie durchgeflogen, Jakob. Ja, ist etwas größer, ne? Ja, ich meine, ich dachte gerade, Alter, dauert das lange. Na gut, sind wir hier am anderen Ende angekommen. Man kann natürlich auch einfach drüber fliegen, also könnte ich jetzt jedenfalls. Was ihr natürlich nicht könnt, da später einfach drüber gehen. Das ist natürlich alles schon geregelt. Und dann soll hier einfach so eine kleine Brücke sein. Und hier ist so ein bisschen Tal. Ein bisschen Tal, wo einfach nichts ist. Einfach nur Tal, Tiere und vielleicht ein, zwei kleine Hütchen. Und dann soll es hier hinten später mal so weit sein, dass hier hinten so ein Hobbitdorf anfängt. Das ja in Planung gegeben wurde von einem Bauteammitglied. Sprich, wenn ihr also einen guten Baustil habt und ihr habt eine geile Idee, zum Beispiel, boah, ich würde gern eine Stadt im Berg drin bauen, so eine Zwergstadt oder so. Und ich habe schon genau eine Idee, wie das aussehen sollte. Dann baut ihr dafür ein, zwei Gebäude und sagt so, Jakob, Linus, können wir das umsetzen? Passt das? Klappt das? Habt ihr da Bock drauf? Und wenn wir dann das Okay dafür geben, suchen wir uns gemeinsam einen Platz raus mit euch und dann überlegen wir uns die Landschaft, wie wir das bauen sollen. Wir bauen die Landschaft, ihr fangt an mit Gebäuden bauen und dementsprechend bekommt ihr dann Rechte dafür, dass ihr in dieser Landschaft auch bauen könnt. Und dann könnt ihr euch dementsprechend von anderen Bauteammitgliedern helfen lassen und so weiter. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr im Bauteam seid, müsst nicht nur Flaggen bauen, also könnt nicht nur Gebäude bauen, könnt auch einfach Flaggen bauen oder kleine Sachen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich kann nicht so Gebäude bauen, aber ich bin so ein Kerl, ich liebe Details. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch sagen, ich bewerbe mich fürs Bauteam nicht unbedingt als Gebäudebauer, sondern als so kleine Sachenbauer. Zum Beispiel, ihr schickt einfach in der Bewerbung ein paar Laternen mit rein. Hund, was ist? Der bellt immer meine Nachbarn an. Okay, gut, alles gut. Ey, Freundchen. Freundchen. Hallo? Was? Der, nee.
Nee, das. Tschüss. Nee. Ich bin aus. Macht's gut. So. Problem solved. Also, ihr könnt auch einfach zum Beispiel sagen, ich will jetzt nicht unbedingt Gebäude bauen, sondern ich würde gerne was anderes bauen. Zum Beispiel Flaggen. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, yo, ich würde gerne mir Flaggendesigns überlegen, dazu große Banner bauen und sowas und überlegen, zu was für einer Stadt das gehören könnte. Könnt ihr das auch machen. Dann schickt ihr halt ein paar Flaggendesigns ein. Oder ihr sagt, ich würde gerne so kleine Sachen bauen, weil ich detailverliebt bin. Und dann sagt ihr, schickt ihr zum Beispiel ganz viele Laternen ein oder Mülleimer, kleine Toiletten, Gärten, whatever. Ihr könnt auch einfach nur euch auf eine Sache spezialisieren. Ihr müsst nicht Gebäude bauen speziell, also speziell Gebäude, die wir haben wollen oder so. Ihr könnt sagen, ich würde gerne nur Landschaft bauen, ich würde gerne Bäume bauen, wenn ihr Bäume bauen mögt. Ihr würdet gerne Gärten bauen. Einer will einen See bauen mit einer Insel drin oder so. Überlegt euch das, was ihr bauen wollt. Sagt uns ein Thema dazu wenigstens, dass wir euch ein bisschen im Bauteam einteilen können. Für eine Aufgabe zum Beispiel, ihr würdet gerne Landschaftsbauer sein, what the fuck. Oder das klingt echt komisch. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Oder ihr könnt halt einfach sagen, ich baue nur so kleine Deko-Sachen wie Bänke oder Mülleimer oder Laternen oder whatever. Ich glaube, ihr habt das mittlerweile verstanden, habt euch so einen kleinen Gedankengang gemacht. Dann könnt ihr einfach mal euren Weg in die Infobox suchen, denn da findet ihr einen Link zum Bauteam-Video. Und in dem Bauteam-Video findet ihr einen Link zu der Bewerbung. Und da schickt ihr dann einfach ein Bild plus Bewerbungsschreiben an uns. Dann gucken wir uns das an, dann kommt ihr auf Probe ins Bauteam und dann könnt ihr mal zeigen, was ihr so drauf habt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, könnt ein bisschen Zeit mit uns verbringen, das ist ja auch immer ganz cool, weil wir sind immer so einsam. und ich kann euch eben mal schauen, zeigen, was im Bauteam so vorangeschritten ist. Aber wenn wir mal, ich bin total perplex, Warp Bauteam machen. Und zwar ist hier nämlich eben, das ist so eine Sache, wir führen auch, wie Jakob gerade schon macht, er führt gerade Regeln ein, zum einen für den Server, aber zum anderen auch fürs Bauteam generell. Denn ihr habt natürlich ja auch Regeln und dementsprechend, wie gut ihr dann drin seid in dem Bauteam und ob ihr jetzt vielleicht einen höheren Rang habt wie Architekt, dass wir dann auch nochmal erklären können im Bauteam, dann speziell, wenn ihr drin seid. Dann habt ihr vielleicht auch mal ein bisschen mehr Vertrauen, müsst auch nicht so auf die Regeln achten, aber gerade am Anfang ist es halt wichtig, dass ihr auf die Regeln achtet und ein bisschen darauf guckt, was wir vorschreiben, aber wie gesagt, lasst eure Kreativität freien Lauf, macht eine Bewerbung nach eurem Stil und ja, hier seht ihr schon Gebäude bei Zanian, denn der liebe Fabi, den der eine oder andere vielleicht noch von Techland oder Don't Starve kennt, der ist auch hier jetzt dabei im Bauteam und baut hier ein bisschen mit und hat hier schon so ein kleines Häuschen gebaut, das soll übrigens mit Erde bedeckt werden, weil das soll halt so eine Hobbithöhle sein, aber halt, da ist keine Erde drauf, weil das ist anstrengend zu bauen und so. Und dann ist einfach hier hinten dran so ein Keller. Der kommt halt unten dran. Zum Beispiel so könnt ihr euch auch austoben. Ihr müsst nicht ein Gebäude bauen. Ihr könnt einfach sowas bauen. Zwei Dinger, die aufeinander geklatscht werden oder so. Ihr könnt sagen, das soll eine Hobbithöhle werden. Ende. Ja, und sonst ist eigentlich hier relativ wenig vorangeschritten, eben weil wir halt alle nicht so viel Zeit hatten. Genau. Also Leute, wenn ihr Bock habt, unbedingt Bewerbung schreiben. Wir schauen uns jede Bewerbung an. Wir freuen uns auf jeden. Wir e-mailen auf jeden Fall jeden zurück. Also macht euch keine Sorgen, dass ihr nie eine Antwort bekommt. Ja, wir sind da meistens relativ schnell. Und Jakob ist da auch ein guter Planer, muss man mal ganz ehrlich sagen. Jakob kümmert sich um das ganze Zeug sehr gut. Ja, danke. warte mal, was ist hier drüben eigentlich weitergebaut worden? Nee, da steht immer nur Achtung, hier. Da steht Achtung, hier. Ja gut, Leute, das war's für diese Woche. Oder für dieses endlich mal wieder. Seit, keine Ahnung, das letzte kam am 7. online. Heute ist der, was ist denn heute? Heute ist der, warte, ich guck. 25. Ich wünsche euch einen frohen 25. Januar. Bald ist schon wieder Februar. Wir haben schon bald den ersten Monat von 2016 überstanden. Ist das nicht unglaublich? Ja, Leute. Wir bedanken uns bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bewerbt euch. Freut euch auf den Server. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.